Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe was gewonnen, na gewonnen nicht, aber auf einer Webseite mitgemacht, also das ist das Infomaterial, so. Und ja, ich darf die Playbrush testen. Das ist eine Zahnbürste für Kinder. Da kann man auch Spiele spielen mit, sozusagen, wenn man das über die App macht und so. Die App darf meine Tochter noch nicht benutzen, hat die Frau gesagt. Aber die Große wird das dann benutzen oder muss dann halt einen anderen Kopf nehmen, natürlich, ist ja klar. Aber das ist das gute Stück. Ich werde auch gleich in die Unboxing-Ansicht schalten, da wir sie so vernünftig auspacken können. Die ist eher gedacht für Kinder, die nicht gerne Zähne putzen. Oder halt widerwillig Zähne putzen, weil sie vielleicht, manche haben halt Angst vor Zahnbürste oder ist unangenehm. Und für die Kinder ist das halt gedacht, dass die dann halt praktisch spielerisch an Zähneputzen rangeführt werden. Da haben wir mit unserer Tochter überhaupt keine Probleme. Die putzt freiwillig, die sagt auch, wir müssen noch Zähne putzen und so. Das klappt alles wunderbar. Aber ich habe gedacht, das ist für einige andere vielleicht sehr interessant, dass es sowas gibt. Und dann kann man Belohnung freischalten und was weiß ich alles. Und das werden wir uns dann einfach mal angucken. Ich wechsle jetzt einfach mal in die Unboxing-Ansicht. So, und da sind wir schon in der Unboxing-Ansicht. Ich hatte es auch schon eh mal ausgepackt, weil die Kleine das ja sehen wollte und die hat sich ja gefreut. Ich habe sie ja angekündigt. Ne? So. Haben wir dann praktisch hier die Zahnbürste. Handy ist nicht mit bei. Und dann halt Zahnputz-App, so. Ab 3 Jahre empfohlen, ab 6 Jahre. Ab 3 Jahre ist sie und ab 6 Jahre ist sie empfohlen. Meine Tochter ist 3, wird 4. Ja, mit den Spielen ist klar, denn ab 6. Und die App, Mindestvoraussetzung ist iPhone 4S, iPad 3. Und iOS 8. Android mindestens 4.4. KitKat Plus. Und Bluetooth brauchen wir auch. So, hier hinten sehen wir dann schon so ein bisschen was. So mit dem Fußball zum Beispiel. Oder hier haben wir die Zähne so drauf. Oder hier, das könnte so eine Art Musikspiel sein. Und dann haben wir hier auch Kategorien 3 Jahre. 6 Jahre. Ja. Und da haben wir dann halt praktisch hier das Anleitungsheft. Och, geil. Leck mich am Arsch. Alter, wenn das nicht geil ist. Entschuldigung. Oh, da kann ich so ja ohne Brille lesen. Wie geil ist das denn? Also das ist ein dickes, fettes Plus. Das ist Englisch. Da, die deutsche Gebrauchsanleitung. Oh, Leute, ist das geil. Oh. Warum nicht immer? Das kann ich so ja ohne Brille lesen. Herrlich. Ach, das liebe ich. So. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn Sie diese Anleitung, Schreibung zum Aufladen verwenden. Sehen Sie ein Gerät geliefert, Ladestation 4680 oder 4656. So, da müssen wir mal gucken.
wie diese App heißt. Muss ja hier auch irgendwo stehen. Hier ist die Kurzanleitung. Also hier ist kein QR-Code für die App. So. Bluetooth aktivieren. App laden. Laden Sie die Playbrush App. So, dann gucken wir einfach mal. Wo habe ich mein Handy? So. Das machen wir beim Unboxing einfach mal jetzt hier die App laden mit runter, hier drin. Man kann die schon mal installieren in der Zeit. Play. Und dann Brush. Play Brush Kids. Heißt die Play Brush? Ich sage einfach mal nur Play Brush. Da haben wir zwei verschiedene. Lernspiele, Gesundheit, Fitness. Playbrush Kids und Playbrush App. Wir sollen die Playbrush App runterladen. Installieren. So. Ach, da können wir dann sehen mit dem Putzen und so. So, schon ist installiert. Das ist mit den 10, was wir hier sehen haben. 6-Tage-Challenge. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Kenne ich so in etwa von der Oral, von meiner Oral-B auch. So, und jetzt gucken wir mal. Kids. Sieht auch an. Die nehmen wir auch mal. Vielleicht brauchen wir die später schon mal. So. Okay. Dann laden wir die mal hoch runter. So. Da haben wir es. Ach, Playbrush Kiss ist das mit dem Drachen. Die hier. Und Playbrush App, was sie hier sagen. Playbrush App auf ihr Smartphone oder Tablet. Einigung ist. Was? Einmalige Registrierung ist erforderlich, wenn Sie Playbrush Online Shop gekauft haben. Geben Sie bitte Bestellnummer, E-Mail, Adresse. Okay, ja, das machen wir nachher. So, eine fantastische Anleitung. Und das meine ich nicht sarkastisch. Dann haben wir die Ladestation. Mit einem schönen langen Kabel, logischerweise. Da kommt dann die Zahnbürste drauf. So. Und lädt dann. Hier ist jetzt blau. Weil ist ja nichts. So. Hier ist dann so ein. Ach, hier sind beide drin. Playbrush. Okay, hier steht zwar auch Playbrush App. Und nach regelmäßig verbinden, um Playbrush Zahnbürste immer auf dem neuesten Stand zu halten. Okay, also die Zahnbürste macht auch Aktualisierungen, so wie es aussieht. Und die haben wir dann praktisch. Playbrush Kids ist das mit dem Drachen und das ist die Playbrush App. So, legen wir mal beiseite. Dann haben wir eine Zahnbürste, einen Aufsatz mit bei. Ich denke mal, da wird auch meiner. Ja, wird dann halt komplett draufgesteckt. Aber ich denke mal, da wird auch meiner von Oral-B passen.
Oder von meinem preisgünstigen Anbieter. So, was haben wir hier? Das ist ein Smartphone-Halter. Ist ja geil. Wir haben auch einen Smartphone-Halter zum Kleben mit bei. Das ist dieser hier. Den könnt ihr praktisch dann... Nehmen wir mal mein Smartphone. Legt ihn mal so hin. So. Logischerweise, hier kippt er jetzt weg, aber wir kleben den ja an die Wand. Ja? Da haben wir einen Smartphone-Halter. So, kommt hier einfach rein. Hier hinten ist ja die Wand. Das ist ja geil. Und hier steht auch, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich werde mal so ein bisschen, hier steht Playbrush drauf. Das ist reingeritzt. Ich guck mal, das, so könnt ihr das ein bisschen sehen, glaube ich. Oder, wartet mal. Ich versuche mal jetzt, mit noch einer Lichtquelle von oben. Da spiegelt sich so ein bisschen. Seht ihr das? So. Und es soll soweit für Unboxing auch gewesen sein. Logischerweise kann ich nicht gleich einen Hardware-Check machen, weil ich muss die Kids das erstmal benutzen lassen. Und dann kann ich später ein Fazit geben. Also da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. Aber erstmal machen wir mal das Hardware-Video. Wir werden die App uns angucken und ja, werden mal so ein bisschen testen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.